Moin Leute und willkommen bei der Kuba-Krise. Also im Video und nicht in echt. Okay. Im ersten Video zeigen wir euch die Ausgangslage. Welche Rolle hat Kuba zur Zeit des Kalten Krieges? Feuerfrei! Kuba und seine Rolle im Kalten Krieg. Wir zeigen euch kurz die jüngere Geschichte. Das fließt dann über in Kubas Rolle im Kalten Krieg. Dabei sprechen wir auch die Invasion der Schweinebucht von 1961 an. Kuba ist eine Insel südlich der USA. Früher war es mal eine spanische Kolonie, ab 1902 ist Kuba aber ein selbstständiges kleines Land. Es steht sehr unter dem Einfluss der USA. Im Jahr 1952 gibt es in Kuba viele Krisen und Unruhen. Deswegen übernimmt das Militär die Macht. Der oberste General von denen heißt Fulgencio Batista. Dieser Batista ist also auch der neue Diktator von Kuba. Es gibt aber Widerstand. 1959 stürzt Fidel Castro den Diktator Batista. Das macht er durch einen Bürgerkrieg, bei dem er die Guerillataktik anwendet. Castro ist ziemlich kommunistisch gesinnt. Deswegen verändern sich jetzt die Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Die USA wollen kein Bündnis mehr mit Kuba eingehen, weil Castro ihnen zu kommunistisch ist. Man driftet ziemlich auseinander. Die UdSSR dagegen feiern das und nehmen diplomatische Beziehungen zu Kuba auf. Dann leitet Fidel Castro kommunistische Reformen ein und verscherzt es sich komplett mit den USA. Unter den Reformen könnt ihr euch sowas wie Verstaatlichung von Ackerland und Banken vorstellen. Auf der anderen Seite nähert sich Kuba immer mehr der UdSSR an. Die ist der wichtigste Handelspartner und eine Schutzmacht. Die UdSSR hingegen findet es nice, einen Verbündeten direkt vor der Haustüre Amerikas zu haben. Sehr blöde Angelegenheit für die USA. Deswegen kommt es 1961 zu der Invasion in der Schweinebucht. Die USA organisieren einen militärischen Angriff auf Kuba, aber nicht direkt. Man benutzt Kubaner, die sich im Exil befinden und freiwillig mitmachen. Der amerikanische Geheimdienst CIA unterstützt diese Exil-Kubaner dabei, bewaffnet in Kuba zu landen und Fidel Castro zu stürzen. Der Plan war, dass sich die Truppen in Kuba den landenden Exil-Kubanern anschließen. Das schlägt richtig fehl. Geht komplett in die Hecke. Kuba wird also weiterhin von dem Revolutionär Castro geführt. Es nähert sich ganz fleißig immer weiter der Sowjetunion an. Das ist den USA weiterhin ein riesen Dorn im Auge, weil es auch noch vor der eigenen Haustüre ist. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Diktator Batista wird durch Bürgerkrieg gestürzt. Kommunistische Reformen in Kuba durch Fidel Castro. Kuba spaltet sich von den USA ab, nähert sich der UdSSR an. Invasion der Schweinebucht 1961 schlägt fehl. Kuba ist den USA ein Dorn im Auge. Ihr wollt nicht nur Videos, sondern ganze Kurse zur Klausurvorbereitung von uns? Das haben wir alle schon gemacht. Kommt einfach auf thesimpleclub.de und checkt's mal aus. Bis gleich. Hier nochmal der Link. Ciao.